Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von den Anime Character Profiles und zwar dieses Mal zu Tyranno Hesselberry, einem Charakter aus GX, der sich dreht um Dinosaurier und er ist quasi eine bessere Version von Rex Raptor mit richtig vielen Karten zur Auswahl. Wir haben heute 28 Karten an der Zahl im Main Deck und insgesamt 12 Anime Karten, die ich alle heute streichen werde, weil die teilweise ein ziemlicher S-Pull sind. Ihr könnt hier leider nur 11 von denen sehen, weil die 12. Karte ist eine weitere Falle, die hier noch fehlt. Aber die konnte ich leider bei diesem Programm hier nicht finden, warum auch immer. Die ist aber auch ziemlich scheiße gewesen, von daher ist es irrelevant. Die Sache ist die, ich hätte gerne die Karte hier gespielt, deine Tank, weil die echt ganz cool ist an sich, zusammen mit der Karte halt, deine Base, aber ist leider Anime-exclusive, von daher habe ich die Karte rausgelassen und wir haben auch so schon genügend Bossmonster, von daher ist das, denke ich, okay, also das kann sich schon sehen lassen. Und somit habe ich das einfach mal gestrichen. Aber dadurch, dass halt der gute Hesselberry so viele Karten verloren hat durch den Anime-Cut, wollte ich da schon noch was dazu dichten, damit er so ein bisschen eine Entschädigung hat. Und deswegen darf er meinetwegen dreimal die Karte Fossil Dick spielen. Die ist halt eine Suchkarte und er spielt ja sogar das Gegenstück quasi, die Fossil Excavation. Deswegen macht das schon Sinn in meinen Augen. Und deswegen darf er die halt dreimal einsetzen als kleine Entschädigung. Aber ansonsten muss er wirklich sämtliche Stärke aus seinen eigenen Karten rausholen. Und das werde ich jetzt gleich machen für ihn. Also da kann man auf jeden Fall was Cooles draus bauen, keine Frage. Und was auch noch ganz lustig ist, ist folgendes, und zwar spielt er die Karte Living Fossil. Und die Karte ist vor kurzem im TCG erschienen und das ist auch einer der Gründe, warum ich den guten Hesselberry jetzt mal dran nehmen möchte, weil ich möchte Living Fossil sowieso mal austesten und ja, das ist jetzt quasi die beste Gelegenheit dafür, quasi ein schwaches Premature Burial. Und ja, das werden wir heute ausgiebig testen so ein bisschen für diesen Deckbau. Und was aus diesem Deck geworden ist, das werde ich jetzt präsentieren. Und ich muss sagen, ich habe hier echt eine Weile dran gesessen, weil wir haben schon sehr viele Karten zur Auswahl. Und da das Maximum rauszuholen und das Ganze trotzdem relativ anime-nah zu lassen, war nicht so leicht. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, was hier raus geworden ist. Und da haben wir auch schon die finale Deckliste. Und ich muss sagen, es war nicht einfach. Aber wir haben 40 Karten im Main Deck, davon 21 Monster. Und zwar dreimal der Säbelsaurier. Dann haben wir dreimal die Karte Superconductor Tyranno. Zweimal die Karte Ultimate Tyranno, zweimal der Sauropoden Brachion, dann haben wir dreimal die Karte Giant Rex, die mittlerweile auch im TCG erschienen ist, was sehr schön ist, weil die Karte ziemlich stark ist. Dann haben wir dreimal die Karte Zerstörosaurier, der ein bisschen komisch aufgezogen ist vom Namen her, aber gut, nicht mein Problem. Dann haben wir zweimal die Karte Black Stego und dreimal der Gilosaurus, den man so schön specialen kann. Dann haben wir 13 Zauberkarten und zwar haben wir dreimal Fossil Dick logischerweise, einmal Pot of Greed, beste Karte aller Zeiten, nice one. Und wegen Traditional Format darf er die Karte einmal spielen. Dann haben wir zweimal die Karte Earthquake, dreimal die Karte Big Evolution Pill und dreimal Living Fossil, sowie halt noch einmal die Karte Jurassic World. Und wir haben noch 6 Fallenkarten, und zwar haben wir dreimal die Karte Hunting Instinct, die richtig cool ist, aber dazu später mehr. Einmal die Karte Survival Instinct, die auch ganz praktisch ist, und zweimal die Karte Fossil Excavation. So, warum spiele ich die Karten, die ich spiele? Ganz einfach. Ich habe versucht, dass der gute Tyranno Hesselberry so viele große Dinosaurier spielen kann, wie er möchte. Aber es musste in einem gewissen Rahmen bleiben, von daher bin ich bei 7 Stück hängen geblieben. Und zwar bei dreimal der gute Superconductor Tyranno, der recht stark ist mit 3300. Und der kann auch theoretisch Burn-Schaden machen, und zwar 1000 Punkte. Dann darf er aber leider nicht angreifen, was ein bisschen schade ist. Aber der ist halt ultra stark. Und wenn man den einfach so specialen kann oder halt einfach ohne Kosten normeln kann oder so, dann kommt das schon sehr, sehr gut, oder? Eine Normal-Zahme, die mächtiger ist als der Blue Eyes by Dragon. Not bad. Sehr coole Karte. Dann haben wir jetzt zweimal die Karte, wie gesagt, Ultimate Tyranno. Und der kann jedes Monster des Gegners einmal angreifen, aber es darf auch nur er angreifen. Und das ist halt schon eine große Downside. Aber ich finde die Karte so gut und sie hat 3000 ATK, dass ich die Karte schon gerne mit reinnehmen wollte. Deswegen zweimal die Karte hier und dreimal halt der etwas stärkere. Und dann haben wir noch zweimal die Karte Sauropoden Brachion. Und der ist etwas gimmicky. Und zwar macht er folgendes. Man kann die Karte als Tributbeschwörung beschwören, indem man nur ein Monster wegtributet. Was ganz cool ist, weil er ja normalerweise 2 Tribute brauchen würde. Aber es muss halt ein Dinosaurier sein, was kein Problem ist, weil wir spielen sowieso nur Dinosaurier. Deswegen ist es irrelevant. Deswegen die Karte hier echt ganz günstig ist. Und sie hat halt leider nur 1500 ATK. Aber man kann sie sofort, wenn man sie beschworen hat, danach in Death drehen. Genau genommen in die verdeckte Verteidigungsposition. Und wenn sie geflippt wird, dann werden alle Monster auf dem Board in die verdeckte Verteidigungsposition gebracht. Und das ist eigentlich ganz cool. Und wenn der Gegner die Karte hier angreift, dann, naja, bekommt er doppelten Kampfschaden. Was normalerweise ziemlich irrelevant ist, weil der Gegner sowieso wissen wird, was da liegt. Aber so ist es halt. Das ist halt ein weiterer schöner Effekt.
Ich muss sagen, die Karte hier ist auf jeden Fall ganz praktisch und ein cooles weiteres Bossmonster. Und ich wollte ein bisschen was Besonderes hier noch reinbauen. Und ich dachte mir, die Karte hier gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen eine gewisse Würze, die ich sonst hier einfach nicht reinbekommen hätte. Und so ein kleiner besonderer Effekt ist doch ganz cool, oder? Dann haben wir noch, um das Ganze aufzurüsten, sehr viele Beatstick-Monster und generell auch Monster, die einfach als Tributvater gedacht sind. Und zwar haben wir zunächst mal dreimal die Karte Säbelsaurier, der mit 1,9 echt stark ist. Wir haben leider kein Extra-Deck und Rettungskaninchen, dann wäre das noch besser, aber so bin ich auch schon zufrieden damit. Ich meine 1,9 für eine Normal-Summon, da kann man sich echt nicht beschweren. Dann haben wir dreimal die Karte Giant Rex und der hat 2000. Da kann aber auch leider nicht direkt angreifen, was ein bisschen schade ist. Deswegen ist leider die Karte hier etwas besser, theoretisch. Aber zu der Karte kommen wir später nochmal, weil die hat ein paar Kombos in diesem Deck hier. Dann haben wir die Karte Zerstörosaurier. Und der hat 1800. Und den kann man abwerfen, um halt den Field Spell rauszusuchen, der alle Dinosaurier-Monster um 300 Punkte stärker macht. Und das ist halt nicht viel, ne? Aber man kann die Karte raussuchen mit einem der Key-Monster so ein bisschen, beziehungsweise mit einem der besten Beatsticks. Und von daher fand ich die Karte gut genug, als dass man sie einmal spielen kann. Und wenn sie für ein bestimmtes Matchup wichtig wird, diese 300 ATK, dann kann man die sich hier mit raussuchen. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Deswegen habe ich die Karte hier ergänzt, beziehungsweise auch den Feedspell ergänzt. Dann haben wir zweimal den Black Stego und der hat einfach 2000 Def. Mehr soll die Karte gar nicht machen. Es ist aber sehr schön, dass die Karte sich quasi selbst in Def drehen kann, wenn sie angegriffen wird. Weil so kann man quasi so greedy sein und mit der Karte selbst direkt angreifen. Und wenn der Gegner dann quasi in seiner Runde versuchen möchte, über die Karte drüber zu gehen, bevor man sie wieder in Def dreht, dann dreht er sich selbst in Def. Und das ist doch sehr praktisch. Also das hier ist ein sehr schöner Tributvater. Was aber noch ein besserer Tributvater ist, ist auf jeden Fall die Karte Gilasaurus, weil den kann man specialen, wann man möchte. Wie viele Karten können das? Ich denke mal nicht allzu viele. Also das ist echt ein guter Effekt. Aber der Gegner bekommt auch was von seinem Friedhof wieder. Was ein bisschen blöd ist, aber wenn man das direkt umrennen kann, ist das irrelevant. Von daher ist die Karte hier echt nicht schlecht. Und wie gesagt, mit der Karte hier darf man sowieso jedes Monster des Gegners einmal angreifen. Das heißt, wenn der Gegner swarmen kann durch Gilasaurus, kann man das trotzdem alles überrennen. Und dann ist es nicht so schlimm. Und was ich halt sonst noch spiele, ist logischerweise Fossildick. Das dürfte jedem klar sein. Sucht einfach alle Monster raus, außer halt die Bossmonster. Die muss man leider ziehen. Dann haben wir logischerweise einmal den Pot of Greed, weil, naja, beste Karte aller Zeiten. Dann zweimal Earthquake, eine sehr schöne Karte. Damit kann man alle Monster in die Defense Position legen, was damals eigentlich noch ganz gut war, weil so kannst du quasi ganze Monsterboards des Gegners so ein bisschen outen und dann kann der Ultimate Terreno so ein bisschen über alles drüber latschen oder halt gewisse andere Beatsticks, die halt stark genug dafür sind. Also so kann man halt starke Monster des Gegners outen, wie beispielsweise, was weiß ich, Montagedrache oder so vom Tetsu Trudge. Das sind alles halt Monster, die wenig Def haben und so kann man mit Earthquake quasi drüber gehen. Sehr coole Karte eigentlich. Dann haben wir dreimal die Karte Big Evolution Pill. Die hatte ich ja damals bei Rex Raptor dazu gedichtet und die ist echt nice. Du kannst hiermit quasi ein Dinosaurier-Monster wegtributen und dann kannst du drei Züge lang einfach Dinosaurier-Monster normeln, ohne Tribute zu bezahlen. Und das ist halt ein saucooler Effekt, weil du kannst einfach beispielsweise den Gilasaurus specialen, first turn, wenn der Gegner noch gar keine Monster im Grave hat und dann bekommt man die Special Summon quasi for free. Und dann kann man die Karte wegtributen, hat noch seine Normal Summon und kann dann einfach sofort ein Bossmonster beschwören, was richtig solide ist. Und da kann man auch beispielsweise den Brachion sofort hinsetzen. Sehr, sehr coole Combo auf jeden Fall. Eine der besten Karten des Decks, deswegen auf jeden Fall dreimal. Dann haben wir dreimal die Karte Living Fossil. Und damit kannst du quasi ein Monster vom Grave Special, ähnlich wie mit Premature Burial, aber das Monster verliert seine Effekte und 1000 ATK. Und das ist eigentlich schon recht viel, aber du kannst damit erstens Tributvater holen. Zusammen mit Gilasaurus kann man beispielsweise so viel Material aufs Board holen, dass man theoretisch ein Bossmonster normen kann von der Hand, was richtig cool ist. Oder du holst damit einfach später im Late Game ein Bossmonster wieder, wie die Karte hier, die dann quasi mit 2300 immer noch rumläuft, was gar nicht mal so wenig ist. Also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine schöne Combo und Living Fossil ist hier definitiv eine schöne Karte. Direkt dreimal Staple, würde ich sagen, für diesen Deckbild hier und ich freue mich schon drauf, die Karte ein bisschen zu testen. Dann haben wir, wie gesagt, die Karte Jurassic World, habe ich ja eben schon mal angesprochen, ist halt nicht so gut, aber raussuchbar. Und dann haben wir dreimal die Karte Hunting Instinct. Und die ist so nice. When a monster is special summoned to your opponent's side of the field, special summon one dinosaur type monster from your hand. Und diese Karte hier ist so gut in diesem Format, ohne Witz. Der Gegner specialt halt safe irgendwas, normalerweise, wenn er ein vernünftiges Deck spielt. Und dann kann man die Karte hier nutzen, um sofort irgendein Bossmonster zu specialen. Ich weiß, der Brachion kann nicht vom Deck gespecialt werden, aber von der Hand schon.
Und das ist halt schon eine schöne Synergie, muss man sagen, wenn man dann quasi instant auf eine schwache Special Summon des Gegners einen super Conductor Terreno rausholen kann. Das ist doch nicht schlecht, oder? Deswegen spiele ich die Karte dreimal. Und du kannst sogar quasi den Gegner so ein bisschen, naja, ködern. Und zwar kannst du theoretisch, wenn der Hunting Instinct schon eine Weile liegt, einfach Gilasaurus specialen. Der Gegner darf dann auch was specialen aus seinem Grave. Und dann könnt ihr einfach for free ein Bossmonster specialen, was richtig schön ist. Also ich muss sagen, die Karte hier hat sehr coole Kombos in diesem Deck hier. Was wir aber auch spielen, ist die Karte Survival Instinct. Und die ist halt richtig scheiße. Banish any number of Dinosaur-type Monsters from your graveyard. Gain 400 life points for each Dinosaur-type Monster. Banish to activate this card. Und das ist halt Bullshit, ja? Du generierst damit einfach Life Points auf Kosten der Materialien im Friedhof. Was normalerweise sinnlos ist, weil wir spielen ja Living Fossil. Aber es gibt hier eine sehr schöne Synergie. Und zwar gibt es ja, wie gesagt, die Karte Giant Rex. Und wenn die auf irgendeine Art und Weise gebanished wird, kann man sie specialen. Das heißt, du kannst quasi mit Survival Instinct in der Runde des Gegners einen 2000er Beatstick holen, der mit der Jurassic World sogar 2300 hat. Und das kann sich echt sehen lassen. Ich spiele die Karte nur einmal und ich weiß, man kann sie nicht raussuchen, aber man wird halt meistens einen Giant Rex gezogen haben und den schon im Friedhof liegen haben, wenn man quasi Survival Instinct liegen hat. Und dann kann man die Falle einfach nutzen, um einen guten Beatstick wiederzuholen oder um einfach so zu swarmen für Tributmaterial. Und ich würde sagen, das ist einfach eine Karte, die ich hier mit reinnehmen wollte. Das ist einfach eine Karte, die man quasi in keinem anderen Deck spielen könnte, aber hier geht es halt und da will ich die Chance auch mitnehmen irgendwie. Und was wir auch spielen, ist diese Karte hier. Und die ist quasi Living Fossil in etwas besser, aber als Fallenkarte. Und er muss dafür auch leider eine Karte abwerfen, was ein bisschen teuer ist. Aber damit halt große Bossmonster wiederzuholen, kann sich durchaus rechnen. Also wir haben hier generell ein sehr starkes Deck, muss ich sagen. Also Jaden würde es nicht so leicht haben. Wir kommen hier sehr leicht auf starke Angriffskraft. Und naja, es wird auf jeden Fall interessant. Jaden spielt ja Spiegelkräfte und so weiter. Dagegen können wir hiermit nicht so viel machen. Wir müssen dann quasi auf gut Glück reinrennen. Aber es wird trotzdem auf jeden Fall aufregend. Schreibt mir gerne euren Favoriten in die Kommentare und schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ich irgendwas hätte besser machen sollen. Aber ich denke mal, ich habe hier so ziemlich das Maximum rausgeholt. Und wie gesagt, Fossil Deck war einfach fair, weil das wegzulassen wäre irgendwie ein bisschen gemein gewesen, nachdem Hasselberry schon 12 Karten quasi an den Anime-Card verloren hat. Also ich denke mal, das ist mehr als gerechtfertigt, aber wie gesagt, mehr habe ich hier nicht dazu gedichtet. Den ganzen Rest hat er wirklich gespielt im Anime und da kann man echt was Gutes draus bauen. Sehr geiles Deck und ich muss sagen, die GX-Decks gehen in eine sehr coole Richtung für dieses Format hier. Und ich denke, dass künftige GX-Charaktere auch noch sehr coole Decks bekommen werden. Aber gut, das ist jetzt erstmal das Deck von Hasselberry. Wenn ihr weitere Matchups habt von Hasselberry, die ihr gerne mehr sehen würdet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald. Tschüss.